Das Multisplit-Tool. Wie schaut es denn jetzt aus, wenn wir mehrere Stützen hier aufgeführt haben, die wir dann aber an ein und derselben Stelle einmal schneiden müssen, weil es aus irgendeinem Grund eine Änderung gibt und keine durchgehende Stütze sein darf? Und das ist zu Anfangs gar nicht so einfach. Und wenn Sie jetzt mal überlegen, Sie haben ganz viele Stützen und das für jede einzelne durchzuführen, ist natürlich ein sehr hoher Aufwand. Dazu gibt es die Extensions Multisplit. Und wenn ich die hier einmal suche, kann ich sie auch schon auswählen. Denn wenn ich meine Stützen markiert habe, natürlich kann ich das auch zuvor mit einem Filter generieren, sage ich einfach nur mal, wo genau ich denn jetzt hier meine Stütze schneiden möchte. Ich sage jetzt einfach mal so, in dem Bereich muss sie einmal gecuttet werden. Dann rechnet Thekla das einmal durch und generiert dann auch hier einen Schnitt. Und Sie sehen, es werden alle Stützen dementsprechend angepasst und auf gleicher Höhe geschnitten und auch keine Anschlüsse, die hier fortlaufend sind, werden in irgendeiner Weise davon beeinträchtigt. Ich finde, so zu einer Bearbeitung, wenn diesmal nötig ist, ist es wirklich ein super gutes Tool, bevor wir nachher jede Stütze einzeln wieder abändern und vielleicht schleicht sich auch so ein Unterschied in den Höhen ein und das wollen wir ja nicht, denn alle sollen ja gleich groß sein.